Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute habe ich 10 Dinge, die du in Minecraft wissen musst. Und dann würde ich sagen, packen wir's an. Vorab vielleicht der kleine Hinweis, ich spiele in der Minecraft Java, also nicht alle Dinge sind auch in der Bedrock 1:1 so umsetzbar. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, schreibt gerne in die Kommentare, welche Varianten oder welche Dinge in der Bedrock auch machbar sind und welche nicht. Danke. Kommen wir zur allerersten Nummer und das solltet ihr wissen, das ist ein Item, was ihr im Survival niemals braucht. Ihr fragt euch vielleicht, warum? Ich werde es euch zeigen. Das erste, was ihr macht, ist Holzboxen. Aus eurem ersten Holz erstellt ihr euch Bretter und dann eine Werkbank. Werkbank wird platziert und dann stecken und dann, nein, keine Holzfäller-Axt. Tut das nicht. Macht euch eine Spitzhacke, dreht euch zweimal im Kreis. Ihr werdet irgendwo einen Berg finden und fangt an, eure ersten Steine abzubauen. 6 Steine später könnt ihr eure Holzspitzhacke ins Archiv verlegen und später an die Wand hängen und euch aus ein paar weiteren Stücken sowohl eine Steinspitzhacke als auch eine Steinholzfällerhaxt machen. Und schon seid ihr viel schneller beim Holzfällen. So, die Items sind verstaut, machen wir uns auf zur nächsten Aufgabe. Und während wir da hinlaufen, habe ich noch eine Bitte an euch. Alle Dinge, die ich euch hier zeige, das sind Dinge, die ich verwende und die ich der Meinung bin, die ihr, wenn ihr Minecraft spielt oder gerade mit Minecraft anfangt, wissen solltet. Jetzt weiß ich aber auch, dass wir ein paar Profis unter uns haben. Und diese Profis würde ich bitten, schreibt doch bitte eure Tipps und Tricks in die Kommentare rein, denn so können wir uns gegenseitig helfen und unterstützen und die besten Tricks auch weiter verbreiten. Nummer 2 lässt sich auch prima im Survival zeigen, spielt aber keine Rolle. Ihr habt Tools, ja? Und jeder weiß, wenn man anfängt, dann hat man auch noch Rohstoffe und alles und das Ganze ist ein Riesenchaos. Ich empfehle euch, sortiert eure Tools. Das hier ist meine Sortierweise. Ich habe immer das Schwert auf der 1, die Spitzhacke auf der 2, die Holzfäller-Axt auf der 3 und die Schaufel auf der 4 oder im Inventar. Ihr fragt euch vielleicht, Kroko, was bringt das? Ich denke, der Großteil weiß es. Ich kann ganz easy über die Tasten auf meiner Tastatur 1 Schwert, 2 Spitzhacke, 3 Holzfäller-Axt, 4 Schaufel, kann ich ganz schnell meine Items wechseln und kann, wenn ich hier hinten am Baum bin und werde angegriffen, schnell auf die 1 klicken und zuhauen. Wie ihr das Ganze sortiert, das ist natürlich euch überlassen. Wir machen uns auf zur Nummer 3 und natürlich habe ich wieder eine Frage für euch vorbereitet. Wie viele Items kann man mit einem Lava-Eimer brennen? A, 100, B, 256, C, 500 oder D, 1000? Wie viele Items kann man in einem Ofen mit so einem Eimer brennen? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Die Nummer 3 ist etwas, auf das ich selbst immer achte und viel Wert lege. Ein Tipp, sage ich mal, aus dem Repertoire von Kroko. Denn das allererste und mit das wichtigste Gebäude, das ihr in Minecraft bauen werdet, ist ein Lagerhaus. Hier werdet ihr eure Sachen verstauen und reinpacken und ihr werdet hier immer und immer wieder reingehen, denn ihr braucht konstant Rohstoffe, wenn ihr baut, wenn ihr Sachen erkundet etc. Folglich ist es wichtig, dass ihr schnell von allen Himmelsrichtungen hineinlaufen könnt. Ja, ich habe jetzt natürlich eine geschlossene Seite, manchmal aber noch 2 geschlossene Seiten, aber es sollte leicht zugänglich sein. Und dieses Lagerhaus zum Beispiel ist so gebaut, dass man an 3 Seiten rein kann. Und auch wenn man von hier hinten kommt, ist es nicht schwer, an der Seite vorbeizulaufen und reinzulaufen. Ein Eingang geht natürlich auch, aber dann müsst ihr immer hier außen rumlaufen. Geht auch, ist kein Problem. Hauptsache, das Lagerhaus steht dann an einem zentralen Ort in eurer Base. An dieser Stelle möchte ich euch meine Base in meinem Survival Multiplayer Let's Play Craft Attack zeigen. Und auch hier, das ist mein Bauwerk, das ich errichte. Mein Lagerhaus liegt, ich sage mal, relativ zentral. Ich habe es so gebaut, dass ich hier einfliegen kann. Und wenn ich eingeflogen bin, marschiere ich hier einfach durch ein Loch, falle nach unten und stehe in meinem Lagerhaus. Jetzt werdet ihr aber zu Recht sagen, hey Kroko, aber da kann man ja nur von einer Seite rein. Nein, denn auch von der anderen Seite kann man easy in mein Lagerhaus kommen, indem man einfach hier landet und hier gibt es eine kleine Geheimtür auf der anderen Seite. Hier landen, zack, und hineinspazieren und auch dann sind wir schnell wieder im Lager. Das Lager befindet sich hier ganz unten. Damit ich aber schnell wieder rauskomme, befinden sich auf beiden Seiten Wasseraufzüge, die mich schnell in eine höhere Ebene bringen, von der ich dann wieder wegfliegen kann. Ein weiteres Beispiel ist das Lagerhaus in meiner Minecraft Mystery Base, mein vorletztes Multiplayer Let's Play. Hier befindet sich das Lagerhaus nur einen Aufzug weit entfernt. Ich springe hier runter, ihr seht schon, die Technik liebe ich und stehe mitten in meinem Lagerhaus. Aber auch hier gibt es nicht nur diesen Wasseraufzug, der hinausführt. Nein, ich komme auch hier nach draußen und ich komme in der anderen Ecke über einen kleinen Ausgang nach draußen und natürlich auch hinein, wenn ich möchte. Also ihr seht schon, das ist wirklich ein Trick, den ich versuche umzusetzen. Ich habe noch einen kleinen Special-Hinweis für euch. Das gleiche gilt natürlich für Schlafzimmer. Ins Bett rennt man auch sehr, sehr häufig. Baut das Bett an eine sehr zentrale Stelle, am besten im Lagerhaus. Macht euch mehrere Betten,
oder habt immer ein Bett mit dabei. Die Nummer 4 werde ich ganz häufig gefragt. Wenn wir jetzt eine Kiste öffnen und hier sind ganz viele Items drin, dann kann ich mit einem ganz easy Trick alle Steine von oder alle Items von einer Sorte rausnehmen. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich wähle mir irgendein Item an, das spielt keine Rolle welches. Halte auf der Tastatur Shift gedrückt, das ist die Taste mit dem kleinen Pfeil nach oben, ganz links an der Tastatur, und doppelklicke auf das Item, wo ich alle haben möchte. Und schwupp, rutschen die in mein Inventar. Super praktisch. Wenn ich nur vereinzelt Items in mein Inventar schicken will, auch wieder Shift gedrückt halten und die Items anklicken und die werden automatisch in mein Inventar gesendet. Machen wir uns auf zu Nummer 5. Und ja, die Nummer 5 habe ich schon ein bisschen angeteasert, denn es handelt sich hier um den Lava-Eimer. Gerade am Anfang sind Brennstoffe etc. und Kohle doch immer etwas, was man nicht zu Haufen hat. Früher oder später hat man genug Eisen, um sich 1, 2, 3 Eimer zu craften, mit denen einfach eine Lavaquelle ausfindig machen, ein paar Eimerchen auffüllen und den Eimer in den Ofen legen. Das Schöne ist, der Eimer verbrennt nicht, die Lava geht raus und ihr könnt den leeren Eimer wieder neu befüllen. Unendlich Brennstoff. Ja, natürlich unendlich. Habt ihr mal in einem Nether geschaut, wie viel Lava da ist? Ihr könnt brennen, was das Zeug erhält. Ach ja, und das Rätsels Lösung ist 100. 100 Items kann so ein Lava-Eimer brennen. Ja, mit Lava-Eimern und Ofen, da habe ich gleich noch was weiteres für euch. Jeder von euch kennt doch diesen wunderbaren automatischen Ofen. Der automatische Ofen ist nicht nur dafür da, alle Items, die ich hier oben in die Kiste packe, durchzubrutzeln. Im Übrigen hatte ich da auch mal Lava-Eimer drin, die hier gebrutzelt sind. Sondern ich kann dem auch sagen, jetzt möchte ich alle Erfahrungspunkte herausnehmen, die da drinnen so gesammelt wurden. Ihr seht schon, ich habe hier schon ein bisschen Eisen durchgebrannt, jetzt gerade wird noch Stein durchgebrannt. Ich lege den Hebel um, jetzt kann der Stein nicht mehr raus. Wenn ich den Hebel zurücklege, rutscht es gleich wieder hier unten in die Kiste. Deswegen blockiere ich mir hier das nächste Item, damit ich es herausnehmen kann. Begebe mich in den Survival-Modus. Wir schauen, ich habe 5 Erfahrungspunkte und nehme jetzt diesen Stein hier raus. Zack, jetzt bin ich direkt auf 7. Der eine Stein hatte nicht so viel Erfahrung. Das war das, was da schon durchgebrutzelt wurde. Oh ja, auch da habe ich wieder eine kleine feine Demonstration für euch. Wir fliegen mal hier in meiner Craft-Attack-Welt zu meinem automatischen Ofen, der da schon sehr, sehr lange drin steht. Denn wir werden jetzt hier gleich Items reinpacken, die Schalter umlegen und dann sämtliche Erfahrungspunkte rausnehmen, die da so drin waren. Damit wir aber wirklich sehen, wie viele Erfahrungspunkte da so gesammelt wurden, fliegen wir einmal nach Hogwarts und begehen ganz nebenbei Tod durch Amboss. Zack, respawnen in unserer Base und dann wollen wir doch mal schauen. Ich bin tatsächlich jetzt gespannt, ich habe das Ding schon ewig nicht mehr angefasst. Ob das funktioniert. Wir nehmen ihn raus und schauen, wie viele Erfahrungspunkte. Instant 34. Den heben wir uns immer noch für Notfälle aus. Den nehme ich nicht raus. 34 in einem Ofen. Das heißt, da auch nochmal ein paar. Nice. Ich denke, ihr habt gesehen, was das bringen kann. Nummer 7 ist relativ einfach und simpel. Wir werden erstmal los, was wir nicht brauchen. Und nehmen raus, was wir brauchen. Wir alle wissen, wir können eine Enderchest nicht mit der Hand abbauen, dann machen wir sie kaputt. Folglich brauchen wir eine Spitzhacke, die das kann. Die Spitzhacke, die das kann, Diamant, Behutsamkeit und schwuppdiwupp können wir wunderbar eine Enderchest abbauen. Warum zeige ich euch das? Ihr wisst das alle. Ganz einfach. Ich habe immer, außer ich vergesse sie, eine Enderchest im Inventar und nehme diese als meinen Rucksack mit. Denn hier habe ich einfach viele weitere Slots, die ich belegen kann und mit mir herumschleppen kann. Einfach, wenn ich irgendwo bin und wieder irgendwas brauche, zack, Enderchest hinbauen, Sachen aus der Enderchest rausnehmen, die wir vielleicht gerade brauchen und dann wieder abbauen und weiter geht's. Also wir halten fest, die Enderchest ist unser perfekter Minecraft-Rucksack. Die Nummer 8 setzt voraus, dass ihr schon mal im Ende wart und ist auch eher, sag ich mal, ein Advanced-Tipp, denn ihr müsst schon Schalkerboxen haben. Wir alle wissen, dass wir Schalkerboxen färben können. Ja. Und jeder von euch nutzt Schalkerboxen unterschiedlich. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich meine Schalkerboxen nutze. Und auch hier treffen wir uns wieder in der Craft Attack Welt. Und schaut mal in mein Inventar. Die oberste Reihe ist im besten Fall für Schalkerboxen reserviert. Dort trage ich mein Lager mit mir herum. Denn ich habe Holz dabei, ich habe viel Kleinzeug für Detailarbeiten dabei, Grünzeug, Steine aller Art, Quarz, weil ich hier sehr viel mitbaue. Und ich habe noch weitere Schalkerboxen in meiner Enderchest, die ich dann hier mit ins Inventar nehmen kann, wenn ich Blackstone brauche, wenn ich Bruchstein brauche, ja, wenn ich Tools brauche oder noch mehr Quarz. Ihr versteht das Prinzip. Also, Schalkerboxen sind unser tragbares Lager. Da kannst du ein ganzes Lagerhaus mitnehmen. Super praktisch. Die Nummer 9
ist die Offhand. Jeder von euch weiß, dass es eine Offhand gibt, gehe ich mal davon aus. Die Java-Spieler können sie besser nutzen wie die Bedrock-Spieler. Was können wir in die Offhand packen? Zum Beispiel ein Schild. Wie mache ich das? Ich kann hier einfach easy irgendwas im Inventar auswählen, zum Beispiel Erde, und kann über die Taste F einfach die zwei Items tauschen. So, jetzt habe ich das Schild in der Offhand und bin natürlich perfekt gewappnet gegen sämtliche Gefahren. Ich kann aber auch mir was zu essen in die Offhand nehmen und kann dann nebenbei, während ich noch einen Baublock in der Hand habe, zum Beispiel, oder was, ein Schwert, kann ich essen. Was ich sehr gerne in der Offhand habe, sind Fackeln. Dann kann ich nämlich mit einer Spitzhacke minen und immer wieder mit leichtem Rechtsklick easy über die Offhand eine Fackel platzieren. Und dann ist natürlich ganz, ganz beliebt und heiß begehrt ein Totem of Undying in der Offhand. Denn ihr könnt wursteln, werkeln und tun und machen. Und wenn euch mal was passiert, nicht so schlimm. Ihr sterbt nicht sofort, sondern ihr werdet gerettet. Wie nutzt ihr die Offhand? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich bin neugierig. Kommen wir jetzt zur letzten Nummer, zur Nummer 10. Und das ist etwas, da habe ich eine Weile gebraucht, um das herauszufinden. Ich meine, es ist was Bekanntes, aber ich wusste das vorher nicht. Ihr kennt das, ne? Jeder hat so sein super Inventar und hat jede Menge Gerümpel und Schrott drin. Und dann hat man hier irgendwas, was man gerade baut oder reparieren muss. Und dann hat man natürlich den Block, den man gerade braucht, nicht im Inventar. Also Inventar auf, Block suchen, rausnehmen, in die Leiste bauen, Block hinbauen. Jo, das machen wir und tun wir, aber es gibt eine bessere Variante. Einfach mit der mittleren Maustaste den Block anklicken, den wir gerne hätten, und schwipp, hinbauen. Das geht natürlich nur, wenn wir den Block im Inventar haben. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwie mittlere Maustaste auf so ein Blatt mache, kriege ich kein Blatt in die Hand. Im Kreativmodus kriege ich jeden Block ins Inventar, den ich anklicke. Im Survival aber nur die, die wir im Inventar haben. Und schwupp, schwupp. Habt ihr gesehen, mit der Methode bin ich ratzfatz am Bauen und muss nicht lange im Inventar suchen. Und das waren sie, die 10 Dinge, bei denen ich der Meinung bin, ihr solltet sie unbedingt wissen. Schreibt mir eure Dinge, die man als Minecraft-Anfänger oder als Minecraft-Spieler im Allgemeinen unbedingt wissen sollte, in die Kommentare. Ich bin neugierig, denn da kann ich definitiv noch was dazulernen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!